Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geistbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Bayern oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen Telefon. Hamburg, Hattingen und Köln-Sülz rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 251. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln verliert, wie zu erwarten war, 2:0 bei den Bayern. Und ich gucke mit meinen beiden Mitstreitern heute auf das Spiel und auf die Ausgangslage rund um die nächsten Wochen. Und mit mir dabei ist die Saskia. Hallo Saskia. Moin und Jodendach zusammen. Ich wollte mich muten und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss moderieren, ich kann mich nicht muten beim Husten. Ihr müsst also heute mit defizitären Einstellungen des Podcast-Teams leben. Das ist halt so. Ja, Saskia. Sollen wir mal den nächsten in die Reihe holen? Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Hallo, mein Internet, nein, Quatsch, hallo. mein Reik-Gedächtnis. Genau, ich hab Reik-7-Atü-Verbindung hier. Alles gut, guten Abend. Ich bin bester Laune, weil ich habe vom Spiel nichts gesehen, weil ich war auf der Rennstrecke. Dementsprechend besser ist das auch. Ich habe nur gepasst. Die Zusammenfassung habe ich, also real life, wie man heute so schön sagt. Aber ich habe live nichts mitgekriegt und ich glaube, es war nicht schlecht. Irgendwann habe ich so eine Push-Nachricht, Kicker, irgendwie Mindfit 4-1, hatte ich schon Kaffee auf. Da wollte ich schon gar nicht mehr gucken. Aber gut. Ja. Ich glaube, über das Spiel müssen wir, glaube ich, gar nicht so arg viel verlieren. Ich persönlich fand, der FC hat das gerade in der ersten Halbzeit defensiv wirklich ordentlich gespielt. Und es gab aber immer diese Momente, wo ich gedacht habe, so, yo, jetzt kommen die Bayern mit ihrer persönlichen Stärke dann doch irgendwie durch. Und Marvin Schwäbe hat da ja auch schon 2, 3, 4, 5 Mal in der ersten Halbzeit retten müssen. Aber Saskia, wie fandest du denn die erste Halbzeit? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich so zumindest die ersten 10 Minuten, erste Viertelstunde dann doch recht positiv vom FC überrascht war oder beziehungsweise wie schlecht die Bayern waren. Ich glaube, das sagt es eher aus. Aber bevor wir darüber reden, können wir bitte über diese katastrophale rot-weiß-weit-rote Trikotauswahl reden. Das ernsthaft? War, ja. Ich hab wirklich, also kurz Daniel für dich, der FC in roten Trikots mit weißer Hose, die Bayern mit weißen Trikots in roter Hose. Und ich war wirklich, ich musste mich die erste Halbzeit daran gewöhnen, weil ich wirklich nicht wusste, was passiert da gerade. Ich konnte die Spieler nicht zuordnen, ich wusste nicht, wer ist am Ball. Das hat immer ein paar Sekunden gedauert, bis ich es realisiert habe. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, das war tatsächlich schon klassisch und ich kann mich an einen Ball erinnern, den der FC hat, der aber zum Gegenspieler geht und ich habe mich aufgeregt, wieso er in die falsche Richtung läuft, um nach ungefähr 40 Sekunden zu realisieren, dass das einer der Bayern war und dann habe ich gedacht, so, oh, also verstehe ich nicht. Also das durchgewunken hat, keine Ahnung, also Wahnsinn. Ich frage mich dann immer so, also ich stelle mir dann immer so die Frage, so wie läuft das ab? Da muss doch einer irgendwie, also ich kann mir A nicht vorstellen, dass die Mannschaft, also A, die Heimmannschaft hat doch bestimmt vor Ort mehr als nur diesen einen Trikotsatz. Das können die Bayern sich nicht leisten, das können die sich nicht leisten. Ja, wahrscheinlich nicht.
Aber das ist, weißt du, das war der Schulz Masterclass, weil wisst ihr noch, dass wir mal in Düsseldorf gespielt haben und gesagt haben, ja, leider, leider, wir müssen in Rot spielen, weil wir haben nichts dabei. Oder in Türkei, und dann haben die doch in Auswahltrikot gespielt und haben wir schön gewonnen. Weißt du? Weißt du noch, sehr gut. War sehr schön. Weiß auch, damals Heimspiel, das war doch Heimspiel gegen die Bayern, und die Bayern hatten doch auch nur ihre Auswärtstrikots dabei, was aber irgendwie unsere Heimtrikots waren und mussten dann in Leibchen spielen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, kann ich mir auch noch daran erinnern. Ja, war aber das, ich. Ja, ganz so, also es ist sehr lange her. Sehr, sehr lange her. Nein, aber gut, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen. Also ich war guter Dinge, vor allem es gab ja auch zu Beginn so ein, zwei Szenen, wo der FC ja wirklich auch nach vorne kam, irgendwie am Pfosten vorbei und so weiter, ne? Also mit Adamian. Aber dann muss man halt schon sagen, nach so einer Viertelstunde haben die Bayern dann auch ein bisschen mehr aufgedreht und wie du auch gerade sagst, also dann waren dann wirklich Pfosten, Schwebe halt wirklich zweimal überragend gehalten, wo man dann schon gedacht hat, okay, wir können dann jetzt auch glücklich sein, dass es 0-0 in die Halbzeit geht. Punkt. Ja, ich glaube, da kann man, also ich glaube halt einfach, dass man hat in dem Spiel gesehen, dass selbst die Bayern mit einer schlechten Form halt spielerisch in den Einzelpositionen zu stark besetzt sind. Und wenn man dann auch auf dieses 1-0 von Guerrero guckt, der ja auch in der ersten Halbzeit eigentlich eine hundertprozentige hat, die Schwebe hält. Und also wie der den in den Winkel macht in der 65. Minute, das ist leider gut. Da sieht man halt einfach den Unterschied zwischen dem ersten FC Köln und ja, einem Bayern-Spiel. Ja, aber das ist doch einfach so. Ich meine, das ist auch nichts Schlimmes. Ich meine. Ja, wir haben ja auch nichts anderes erwartet. Also sind wir mal ehrlich. Ja. Also deswegen, ja. Ich, wie gesagt, ich habe auch nichts anderes erwartet, aber wenn es dann so kommt, ist es aber trotzdem bitter, weil man immer glaubt, so, boah, ja, also. Vielleicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, man hofft immer auf so einen Sensationssieg, weil hätte man ja natürlich gegen Bochum auch nicht gedacht, dass da noch was geht. Und gerade da war, fand ich, ist man schon so geflasht und denkt, ja geil, das wird auf jeden Fall, also heißt auf jeden Fall, aber da ist auf jeden Fall Chance. Und ich fand, wie gesagt, erste Halbzeit war jetzt auch nicht schlecht, ne? Also es war jetzt nicht, ich fand nicht, dass man sich jetzt super verstecken musste. Jetzt zu normalen Zeiten, wo man einigermaßen gut dasteht, sagt man, ja, man hat sich okay geschlagen, konnte mal nichts holen, was zu erwarten, ne? Wisst ihr, wann ich das erste Mal in dem Spiel fast im Fernseher gesessen habe? In der 89. Minute als Upamecano. Also, dass der in dieser Mannschaft spielt, ist für mich der größte Witz. Das ist unfassbar. Der spielt diesen Querpass irgendwie und dann kommt irgendwie, ich glaube, Waldschmidt dazwischen. Der wird noch geblockt, der Schuss. Und dann kommt dieser Ball zu Tigges. Und ich sage ganz ehrlich, wenn der Tigges einigermaßen Fußball spielen könnte, dann hätte es da 1-1 gestanden. Ja, aber wenn wir einigermaßen Fußball spielen könnten, hätten wir in der ersten Halbzeit auch schon eine Bude gemacht. Also wenn wir einigermaßen Fußball spielen könnten, wenn du dir die ganzen, oder ich habe ja teilweise die Spiele am Wochenende geguckt, dann würden wir nicht stehen, wo wir stehen. Das muss man sagen, weil da sind so viele Rotztruppen dabei. Ne? Also aber Mann, ey. Wenn wir es gerade hatten mit den Bayern, ich glaube, diese Hoffnung war halt tatsächlich, du hast halt gesehen, du gehst in die Halbzeit mit 0-0. Klar, die Bayern mit ein paar Chancen, wie gesagt, wie auf der anderen Seite aber auch. Und dann hast du ja vielleicht wirklich noch dieses Thema im Hinterkopf, die Bayern sind halt gerade nicht auf der Höhe, wie sie eigentlich Fußball spielen. Und ich glaube, mit diesem Wissen da reinzugehen, dass, wann sollst du die Bayern schlagen, wenn nicht jetzt? Also, ne, mit den Spielen, die sie die Saison gemacht haben, dass sie vielleicht auch gegen Heidenheim das Spiel und so weiter und so fort. Und da ist genau der Punkt, also ich glaube, wir hatten es ja zwischendurch auch bei uns im Chat, so dieses, ja, also das ist ja die ganze Saison, die sich durchzieht, mit einem wirklich, und ich sage jetzt noch nicht mal gutem Stürmer, sondern mit einem okayen Stürmer, hätten wir die ein oder andere Chance mehr gemacht. Und dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher, wie du es gerade sagst, hätten wir wahrscheinlich auch eben da zu Ende hin, wenn es nicht eben nicht Tigges wäre, sondern ein Stürmer, der sich einigermaßen zu beherrschen weiß im Strafraum, vielleicht auch die Bude gemacht. Aber ich meine, hätte, wenn und aber, ist jetzt auch scheißegal. Aber es ist halt einfach schon bitter, den Bayern in der aktuellen Verfassung halt nicht mal ansatzweise Paroli bieten zu können. Also so gar nicht.
Ja. Ja. Glaube ich. Ja, aber wie gesagt, wir haben gerade drüber gesprochen, schon bevor es hier losging, wollten wir jetzt nicht zu dort ausweizen, weil das können wir gleich noch machen, aber ich sag mal, ich habe mir das Pillenspiel anguckt, jedenfalls den auszügigen Werder, und ich sag mal, Werder, ne? Alter Schwede, das war auch richtig beschissen. Und die sind nicht weit weg. Ich bin nicht der Meinung, wenn man nicht, wir können ja nachher mal die Programme oder die Spiele der anderen Mannschaften durchgehen. Das wird noch eine enge Nummer für Werder. Und wenn ich jetzt sehe, diese ganze Scheiße mit dem Cater, der ja nicht im Bus steigt, weil er setzt sich nicht auf die Bank und irgendwelche Jugendspieler, die schon abhauen vom Verein so. Also alles easy und locker ist da auch nicht, ne? Also ich glaube, Mainz ist zu stark. Aber da gibt's schon so zwei, drei Mannschaften, die echt taumeln im Augenblick und ja, liegt natürlich in uns selber, aber es sieht nicht gut aus, aber noch ist nicht alles verloren. Ne? Nee, noch ist nicht alles verloren. Aber Moment mal ganz kurz. Tittenkalle Leverkusen, nö, gratuliert hier niemand. Alter, ich war heute im Fitnessstudio und hätte um haaresbreite Hausverbot gekriegt, weil so ein Lori mit einem Leverkusen-T-Shirt mit dem Wirtsflock rumgelaufen ist und ich aus Versehen fast meine Kettlebell an den Kopf geschmissen hätte. Aus Versehen. Aus der Hand geglitten. Da habe ich zu weit ausgeholt. Unglücklich gefallen. Ja. Unglücklich ins Gesicht gelaufen. Ja, in die Hand gelaufen. Oh Mann, ehrlich. Nee, sorry, erzähl weiter. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Hast mich schon wieder rausgebracht. Oh. Wie immer, wie immer. Wie immer. Ja, also, ich glaube, was mich so ärgert, ist auch noch der blöde Thomas Müller, dann auch noch genau das 2-0 macht und dann dieser Jubel, denke ich mir, Junge, 2-0 in der Nachspielzeit, du tust gerade so, als ob du die Weltmeisterschaft gewonnen hast, du Larry, ey. Bah! Der war ja auch schon nach dem, als sie letztes Jahr Meister in Müngersdorf geworden sind, so ekelhaft, ey. Ja. Ich meine, immerhin sind sie noch zu der Verabschiedung dann vom Hector gekommen in den Spalier, aber vorher war das doch auch der Typ, ey. Ja. Das ist alles, was ich sagen könnte, würde mir auf jeden Fall eine Anzeige einbringen. Dementsprechend lasse ich das. Ja. Ja. Soll mal lieber weiter mit seinen Pferden da, du weißt schon. Züchten, wie man das nennt. Machen. Rummachen. Ja, das hast du gesagt. Ich habe züchten gesagt. Meine ich doch. Ja, ich wusste den Fachtermin dafür nicht. Ja. Ja. Ich meine, der Spieltag ist halt auch maximal unglücklich für uns gelaufen. Ja. Mainz gewinnt gegen Hoffenheim. Bochum holt noch einen Punkt gegen Heidenheim. Ja. Aber auch da muss man sagen, da sind halt zwei Tore aberkannt worden und zweimal trifft Kevin Schlotterbeck. Ja, einmal ins eigene Tor und dann in der Nachspiel oder in der 90. zum 1-1. Da denkst du dir so, yo. Ja. Aber ich glaube, wir müssen halt einfach bei uns bleiben und gucken, dass wir irgendwie wie die letzten Spiele jetzt gut gestalten. Und wir haben ja schon gesagt, wir werden heute mal das, was sich viele gewünscht hätten, wir tippen nämlich heute die Tabelle durch. Zumindest für die Vereine. Alle Spiele, ne? Nö, lass doch komplett machen. Ja, können wir auch. Wir können auch einmal dann komplett machen, gerne. Ja. Sollen wir damit starten, weil ich meine, sonst. Ganz kurz, ich möchte noch eine Sache sagen, ne? Ich auch, abends Fernsehen angemacht, ne? Irgendwie beim Zappen aus Versehen bei dem RTL hängen geblieben, ne? Sondersendung Meistertitel Leverkusen, ne? Live-Schalte in die Innenstadt, was immer das ist, ja, die Innenstadt von Leverkusen, stehen da vier so Intelligenzgeminderte und zwei Langzeitarbeitslose auf dem Platz mit so einem 10 Jahre alten, schlecht sitzenden Leverkusen-T-Shirt, grölen auf Kommando irgendwas los. Sonst keine Sau da unterwegs, ne? Dann heute Morgen irgendwie Radio angemacht, alle 5 Minuten Unterbrechung, wo Gisela dann eine Live-Nachricht, die er über WhatsApp schickt, endlich nach all den Jahren sind wir Meister. Und zwei Straßen in der Nähe des Stadions mussten kurzfristig gesperrt werden. Was habt ihr geschrieben, wenn Köln Meister wird, dann fährt das Steinauto über den Ring oder so? Ja, genau. Ja, das ist doch so. Also stellt euch mal vor, der FC wird Meister. Ich bin der Felsen. Alles ab. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, das Steinauto fährt über die Ringe. Ja, und wird über die Ringe getragen. Ich habe das ja vorweg schon gesagt. Also ich habe ja tatsächlich irgendwie dann kurz in das Spiel reingeschaltet
Und dann stand es ja irgendwie 1-0 für Leverkusen. Und ich habe mir so gedacht, Leute, ihr seid in dieses Spiel reingegangen. Mit dem Wissen, wenn ihr dieses Spiel gewinnt, seid ihr Meister. Ihr spielt gegen Bremen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dieses Spiel gewinnt, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und das Stadion, also als ich eingeschaltet habe, war tot. Dann kam aus der Kurve mal ein bisschen Leverkusen-Olé und keine Ahnung was. Dann fällt das 2-0. Dann ist, ohne Witz, eine Minute lang singen die irgendwas von Deutscher Meister. Dann ist wieder tot. Und ich denke mir so, warte mal, wenn, also jetzt, und dann wieder genau der Punkt, wenn der FC in ein Spiel geht, in dem er Meister werden könnte, scheißegal wie der Gegner heißt, dann wird das Stadion abgerissen. Von Beginn an. Ja, also, das war grenzwertig hier auf Fremdscham, fand ich auch, ja. Also alles. Und ich, die Meisterfeier war ja nicht, das wird noch mehr Fremdscham. Und dann haben sie vorhin, habe ich wieder irgendwie nach, da zeigen sie da, stehen irgendwie so 35 Leverkusen-Ottos in der Fußgängerzone ihre Innenstadt, ich mache jetzt gerade in der Luft die Anführungszeichen, weil das Meistertrikot ist endlich im einzigen Fanshop verfügbar. Und dann gibt es so ein hässliches schwarzes Billo-Trikot, ja, also ein T-Shirt, wo drauf steht Deutscher Meister als Bayerkreuz. Ey, ja, wirklich, ja. Das ist wirklich nicht weit von Kevin Campbells Dosen einschütten in den DFB-Pokal. Das ist wirklich. Und es wird genauso sein, in 3 Tagen redet kein Schwein mehr. Nee. Kein und Schwein. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, ich glaube, Daniel, du hattest es bei uns in den Chat gepostet, ein Bericht von NTV, dass ja Leverkusen auch jetzt, also ist ja jetzt nicht so, dass jetzt jemand Meister geworden ist wie Heidenheim oder wie Union Berlin oder wie sonst ein Verein, sondern das ist ein Verein, wo über Jahrzehnte jedes Jahr Geld reingepumpt wird. Ja, richtig. Und es ist egal, wie viel Minus die machen, da es eine 100%ige Tochtergesellschaft des Bayer-Konzerns, wird das ausgeglichen. Punkt. Und das ist ja genau der Punkt, warum alle jetzt die von Märchen Meister Leverkusen reden. Das ist völliger Bullshit. Weil, und das darf man nicht vergessen, Leverkusen war der Vorreiter für Wops, für Hops und für RBs. Ohne Leverkusen hätte es diese weiteren Vereine nicht gegeben. Also Leverkusen als Werkzeug ist die Wurzel allen Übels. Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau. Korrekt. Genau. Korrekt. Und wenn schon NTV, was ja wirklich absoluter Bullshit eigentlich ist, wenn da die Überschrift ist, unfairer Wettbewerb wegen Leverkusens Meisterschaft, ist die Bundesliga wieder ein wenig gestorben, da wird mir echt schon zu denken geben. Ne? Ja, du weißt aber auch, was ganz unten kursiv stand. Verfasser des Textes ist Mitglied des 1. FC Köln. Fand ich fantastisch. Ja, okay, alles klar. Aber es ist ja egal. Aber der Text, der hat recht. Stand oben auf der Seite als Aufmacher. Da ist scheiße als PR, sag ich mal. Ich meine, im Ausland haben sie heute auch gesagt, oder war das bei, es war beim Rasenfunk oder so, wo sie so, wie das im Ausland und hier Xabi Alonso, der da irgendwie da irgendwas gefaselt hat in Deutsch, Spanisch, Englisch und wie toll und er ist gekommen und er hat nicht den Ballast von Vizekusen und er hat allen gedankt und dieses Projekt für die Stadt, für die Region, komplettes Bullsch-Bingo hoch 10, haben natürlich alle gefeiert und wie toll und also wirklich, dieser eine Jockel heute im Fitnessstudio war echt der einzige, den ich gesehen habe. Überleg mal, jetzt mal ganz ehrlich, überleg mal, wir wollen es nicht hoffen, stell mal vor, Gladbach wird der Meister. Da würden doch hier, weiß ich, wie viele Jockels in Gladbach-Trikots rumlaufen. Da kannst du aber von, also schon aus Prinzip. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es Gladbach, würde ich die Meisterschaft eher gönnen als Leverkusen. Ja, okay. Aber ich will nur sagen, mal, ich hasse die, aber da wäre richtig was los. Aber bei Leverkusen war nicht mal da was los. Ich würde im FC-Trikot, ich würde mir frei nehmen und den ganzen Tag von der ersten Ampel zur zweiten Ampel von Leverkusen und zurückfahren, huben und eine FC-Fahne aus dem Fenster hängen. Bis der Letzte von der Spätschicht das gesehen hat. Aber natürlich die Typen nix, ne? Ja. Naja. Ja. Ja, es ist so. Es ist so. Aber lass uns doch mal auf den Tabellenrechner kommen. Yes. Ich sage euch jetzt immer die Partie und wir sagen einfach, wer der Gewinner oder Unentschieden ist. Wir machen jetzt nicht mit Ergebnis. Es fängt an mit Frankfurt gegen Augsburg. Also auch eigentlich müsste Frankfurt gewinnen. Dieses Rennen um Europa ist dieses Jahr, das wäre auch wieder so ein Jahr, wo der FC mit so einer halbwegs guten Saison europäisch spielen würde. Ne? 42 Punkte. Ja.
reichen aktuell für den sechsten Platz 42. 42 hat aktuell Frankfurt. Das ist nicht gut, ne? Ein Sechster. Ja, Frankfurt ist generell nicht gut, ey. Das Spiel, boah. Ja. Boah. Also ich meine, darf man noch nicht laut sagen, aber da finde ich schon, wenn man schon von Sensation sprechen will, dann reden wir lieber über Stuttgart, über den VfB, als über scheiß Leverkusen. Aber Frankfurt, ey, puh. Ja, aber ich kann mir vorstellen, also gerade weil sie zu Hause spielen, gehe ich eigentlich davon aus, dass Frankfurt das macht. Ich hätte fast gesagt, Augsburg gewinnt das. Ja, würde mich auch nicht wundern, weil Frankfurt ist echt komplett die Luft raus. Ja, aber dann lass es doch unentschieden tippen. Ja, okay. Also, weil komme ich mir klar. Ja. Nächstes Spiel, Wolfsburg gegen den VW Bochum. Das gewinnt Bochum. 100%. Wolfsburg ist so tot. Ja, glaube ich auch. Und zwar 3-1. Für Bochum. Bin ich leider auch dabei. Das nächste Spiel ist Köln gegen Darmstadt. Ja, klar. 3-1. Ja. 3-1. Ja. Tigges macht hoffen, einen Kopfballtor. Wir hoffen mal auf den FC. Ich bin im Stadion, kann nur gut werden. Ihr wisst, ja, allein, was das heißt. Allein, ja, wir jetzt die nächsten Minuten sind damit irrelevant. Hoffenheim gegen Gladbach. Ja, leider Gladbach. Unentschieden. Das wird wieder so ein Scheißspiel von Gladbach. Nee. Glaube auch, ja. Die sind so instabil die Saison. Ich meine, Hoffenheim hat jetzt auch irgendwie gegen Mainz. Also ich meine, Hoffenheim ist eh Schmutz und sind auch zu nichts zu gebrauchen. Aber Gladbach ist einfach so instabil die Saison. Und ich glaube, das könnte halt, die haben jetzt so ein bisschen Hoffnung also irgendwie gehabt. Aber ich glaube, das wird so ein unentschieden Spiel. Ja. Heidenheim, Leipzig. 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 Ja, bin ich auch. Union gegen Bayern. 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 Nein, das gewinnt dann Union 2-0. Das gewinnt Bayern, weil Bayern wird jetzt in der Champions League gewinnen oder zumindest weiterkommen und werden dann nochmal einen Drive haben, bin ich sicher, dass die gewinnen werden. Bremen-Stuttgart ist, glaube ich, auch... Ja. Stuttgart. Sehe ich auch. 5-0, so 6-0, irgendwie Minimum. Richtig. Jetzt kommt tatsächlich ein Spiel, wenn ich das jetzt vorher sagen würde, dass ich das interessant finde, Dortmund gegen Leverkusen. Leverkusen wird nicht verlieren die Saison, ich bin ganz sicher. Ich kann sagen, ja, glaube ich auch nicht. Weil die wollen sich das nicht nehmen lassen. Ja, unentschieden oder Sieg Leverkusen? Dortmund scheißt sich in die Hose wieder, wie immer, mit ihrer komischen Trümmertruppe da, mit ehemaligen FC-Spielern, wird natürlich stark anfangen und noch stärker nachlassen und dann irgendwie 3-1 verlieren oder 4-1, irgendwie sowas. Ja, glaube ich auch. Also Sieg Leverkusen. Und das letzte Spiel, für uns wieder interessant, Freiburg gegen Mainz. Freiburg. Also das macht Freiburg. Ja, das macht Freiburg. Habe ich leider auch, ja. Also, ich kann euch sagen, ich spoiler mal nicht so viel. Aktuell sieht es noch nicht so gut aus. Ja. Gehen wir zum nächsten Spiel. Bochum-Hoffenheim. Hoffenheim. Ja. Ja, ich wäre bei einem Unentschieden, aber... Ich kann sagen, ich wäre auch beim Unentschieden. Das nächste Spiel Bayern-Frankfurt. Bayern. Leipzig-Dortmund. Unentschieden. Ja. 0-0, ein 0-0 der schlechteren Sorte. Freiburg-Wolfsburg. Freiburg. Ich sehe nicht, dass Wolfsburg irgendwie noch was holt, groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Freiburg. Augsburg gegen Bremen. Augsburg, ja, aber 10.000%. Leverkusen. Kater feuert zu Hause vom Sofa an. Leverkusen gegen Stuttgart, auch ein Top-Transfer übrigens. Da würde ich sagen, Stuttgart gewinnt. Meinst du, Leverkusen verliert wirklich noch ein Spiel diese Saison? Ja, weil die wollen Bayern packen, was ich auch für nicht unwahrscheinlich halte. Und dementsprechend werden die alles geben, während Bayern, da geht es ja um nichts mehr. Für die ist doch alles scheißegal. Die konzentrieren sich auf die Champions League. Ja. 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 Mhm. Ich wäre eher beim Unentschieden, aber nehme auch andere Meinungen gerne an. Also ich bin da halt wirklich an dem Punkt, dass ich sage, also auch wenn ich jetzt ein paar Sachen aus dem Spiel gesehen habe, Leverkusen auch schon wieder die Saison. Und ja, Stuttgart ist stabil, aber ich glaube nicht, dass die gegen Leverkusen was holen. Und wie gesagt, dann machen wir hier von mir aus ein Unentschieden, weil dann haben wir einmal Sieg Stuttgart, einmal Leverkusen, einmal, ne? Aber ja.
Gladbach gegen Union. Gladbach. Ja, Gladbach. Okay, Gladbach. Mainz gegen Köln. Wunsch oder Realität? 2-2. Also realistisch betrachtet würde ich auch maximal auf den Unentschieden gehen. Okay, Unentschieden. Dann Darmstadt gegen Heidenheim. Heidenheim. Ja, also ich sage euch so, auch am 31. Spieltag sieht es noch sehr düster aus. Kommen wir zum 32. Spieltag. Hoffenheim gegen Leipzig. Am Ende kackt die Ente, weißt du? Ja. Was nochmal? Was für Hoffenheim gegen Leipzig. El Clasico, ja? Ja, El Clasico. Leipzig. Ja, Leipzig. Dortmund-Augsburg. Augsburg. Das darf Dortmund dann mal wieder gewinnen. Da bin ich auch eher bei Dortmund. Wolfsburg gegen Darmstadt. 0-0. Ja, 0-0 der schlechteste Wort. Ich wollte es gerade schon wieder sagen. Habe ich ja schon gemacht. 0-0. Bremen gegen Gladbach. Gladbach. Jetzt ist für mich auch ein Unentschieden. Na, für mich auch eher. Ja, gut. Stuttgart gegen Bayern. Das, glaube ich, gewinnt Stuttgart. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich nämlich auch. Und damit überholen die nämlich, ne? Ja, genau. Dann kommt Köln gegen Freiburg. Unentschieden, glaube ich. Okay. Ja, das ist dann auch ein bisschen die Hoffnung, dass es unentschieden wird. Ja. Union gegen Bochum. Union. Ich bin auch eher bei Union. Na gut, unentschieden. Oder ihr könnt auch unentschieden machen. Ja, unentschieden. Nee, ist okay. Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen. Leverkusen. Und das letzte Spiel des Spieltags, Heidenheim gegen Mainz. Ah, schwer. Heidenheim 2-0. Glaube ich auch, dass Heidenheim ist stark. Auch am Ende des 32. Spieltags sieht es noch nicht gut für den FC aus. Kommen wir zum 33. Spieltag. Augsburg gegen Stuttgart. Stuttgart. Leipzig gegen Bremen. Leipzig. Ja. Freiburg gegen Heidenheim. Freiburg. Gladbach gegen Frankfurt. Unentschieden. Ja. Köln gegen Union Berlin. Ja, Köln. Wir gewinnen. Okay. Glaube ich auch. Scheiß Union. Okay. 7-0 mache ich mal. Na, das vielleicht nicht. Also zum Wissen für alle Zuhörer, ich habe immer nur 1-0, 0-0 oder 0-1 eingegeben. Mainz gegen Dortmund. Ja, Dortmund. Darmstadt gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Darmstadt schon abgestiegen. Bayern gegen Wolfsburg. Bayern. Und Bochum-Leverkusen. Leverkusen. So. Sag nichts. Wir gehen jetzt durch. Genau. Jetzt 34. Spieltag. Dortmund gegen Darmstadt. Dortmund. Union gegen Freiburg. Freiburg. Leverkusen-Augsburg. Leverkusen. Frankfurt gegen Leipzig. Leipzig. Ja. Wolfsburg-Mainz. Wolfsburg gegen Mainz. Leider. Bin ich bei einem Unentschieden. Unentschieden, ich auch. Aber maximal für Wolfsburg, ne? Ja. Dann das Spiel Hoffenheim gegen die Bayern. Bayern. Bremen gegen Bochum. Ja, da glaube ich Bochum. Ich würde sagen Bremen, weil die werden. Ist in Bremen, ne? In Bremen, genau. Ja. Okay. Und Stuttgart gegen Gladbach. Ich glaube Stuttgart. Ja. Und jetzt und das halt, ne? Letzte Spiel ist Heidenheim gegen Köln. Also sagen wir es mal so. Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass es wahrscheinlich am letzten Spieltag noch um einiges geht, für Heidenheim nicht mehr. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass Heidenheim sagt, die wollen irgendwie noch irgendwie das letzte Spiel zu Hause irgendwie eine geile Saison abschließen. Köln gewinnt. Aber ich glaube auch, dass es für uns um mehr geht als für Heidenheim. Der Schuldzug fährt durch Heine. Also ich sag mal so, ich werde diese Tabelle ausdrucken und wenn das passiert, fährt das Steinauto mit einem tätowierten Marco Thomas über die Ringe. Warum? Also wenn der FC gewinnt, sind wir 15. oder was ist los? 13.
Was? Also ich sag euch jetzt, also es wird und verdammt. Nein, und wenn wir gegen, eins Leverkusen. Was wäre denn, wenn wir gegen Heidenheim verlieren? Wenn wir gegen Heidenheim verlieren, dann wären wir 17. Pass auf, bei einem Unentschieden sind wir 15. Ja, okay, ja. Also Unentschieden. Und reicht. Bei einem Sieg wären wir 13. Okay, lies von 1 vor. Also, Leverkusen. Ja, gut. Stuttgart 2, ja. Bayern 3, Leipzig 4, Dortmund auf die 5, Freiburg auf die 6, ja, Frankfurt auf die 7, 8. Ja, wird Augsburg, 9. wird Hoffenheim, 10. wird Heidenheim, 11. wird Gladbach, 12. wird Bremen, dann kommt der 1. FC Köln mit 33 Punkten. VfL Bochum, 14. Halt nicht, aber gut. 32 Punkte. Mainz, 15. 31 Punkte. Und ich schwöre euch, das wäre ernsthaft fast mein Wunschszenario. Wolfsburg auf 16 und Union Berlin auf 17. Oh, aber wie gesagt, unentschieden Platz 15 würde ich auch nehmen. Ja. Da würden wir im Prinzip hinter Bochum und Mainz rutschen. Jo. Das wäre eigentlich noch ein viel größerer Disrespect so gegen Wolfsburg, als die mit 30 ja. dann da sind. Naja, gut, ich sehe jetzt halt nicht, dass wir irgendwie noch. Aber naja, wir haben es jetzt gezippt, wir sind guter Hoffnung, aber also es wäre schon. Also ich glaube, das ist halt genau das, wenn du eben mal das Restprogramm der anderen betrachtest und immer sagst, oh ja, und auch hier schwer und da schwer und ja, auch wir haben noch Freiburg und Union war auch nicht immer einfach und wie gesagt, letzter Spieltag Heidenheim. Und Union war immer ein Selbstläufer gewesen, Union. Nur gute Spiele. Wahnsinn. Voll gut. Aber ich glaube, wenn du am letzten Spiel in Heidenheim, wenn du halt, also jetzt mal gut gesagt, wenn du auf Sieg spielst und du weißt, du bist als sicher raus, aber ein Unentschieden reicht dir, um 15. zu werden. Also jetzt mal völlig blöd gesagt. Du spielst auf Sieg und selbst wenn du dann irgendwie kurz vor Schluss irgendwie noch das Unentschieden kassierst und bleibst damit aber auf falschen Stellen vor, stell dir vor, nach dieser Saison, du springst am letzten Spieltag auf Platz 15. Also wie dann rollt das Steinauto. Dann ist bei uns mehr los als bei der Meisterschaft. Das Geile ist, wenn Wolfsburg wirklich da unten noch sein würde, spielen ja gegen Mainz. Ne? Ja. Ich habe es gerade mal durchgetippt. Selbst wenn Wolfsburg gewinnen würde, würde halt Mainz nach unten rutschen. Mhm. Wenn die unentschieden spielen würde, würde Wolfsburg nach unten rutschen. Wenn Mainz gewinnen würde, Wolfsburg sogar auf 17. Oh, 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 oh. da kriegst gerade ein feuchtes Höschen. Und, aber das erinnert mich, weißt du, woran mich das erinnert? Diese Fortuna Düsseldorf-Saison, wo die wieder abgestiegen sind, wo das irgendwie in der 70. oder 80. Minute war das doch. Die waren doch safe. Wir waren in der zweiten Liga und dann sind die doch noch, hatten sie noch 3 Spiele gedreht und sind noch abgestiegen. Das war einer der schönsten Tage. Das war so schön. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich sollte der FC wirklich nicht absteigen. Marco wird tätowiert. Ich werde dabei sein. Könnte ich mir vorstellen, mich tätowieren zu lassen. Ein sehr kleines Tattoo, so dass es keiner sieht. Sehr klein, dass es keiner sieht. Was, das ist keine Tätowierung. Tätowierung, da werden Saskia und ich uns mal unterhalten, was wir da jetzt tun. Ja, genau. Ja. Ich hätte jetzt fast die beiden tätowierten Assis des Podcasts. Schön Hals oder so eine Träne und das Auge oder sowas. Ein Geißbock und das Auge. Ich hab ja tatsächlich nur den 20.05.17 tätowiert, aber. Und halt gut, das alte Wappen. Aber das ist ja. Gehört ja dazu quasi. Ja. Schauen wir mal, es wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt mal ganz kurz, ne? Wenn wir jetzt schon mal über andere Vereine reden. Werder Bremen, ne? Ich wollte es jetzt nochmal sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Alles an diesem Verein nervt mich ja schon mal, ne? So. Aber ich habe das Spiel teilweise immer mal so reingezappt gegen Leverkusen. Alter, was ein Scheißhaufen diese Mannschaft. Da war ja gar nichts. Wie der Wirtz dieses Tor gemacht hat, da steht er da hinten und alle gucken denn, ja. Und dann läuft er neben dem Ball weg und macht ihn rein. Wer hätte es ahnen können? Ne? Also das hätte auch der FC sein können. Das war wirklich grotesk scheiße. Wisst ihr eigentlich, wo ich in der letzten Woche fast ausgeflippt bin,
Ich habe wo auch immer, ich weiß gar nicht, ich wollte screenshotten, habe es dann aber vergessen, weil ich mich so aufgeregt habe, habe irgendwo gelesen, Florian Wirtz besucht das Internat von Bayer Leverkusen. Da, wo er seine Wurzeln hat. Ah, das war im Fernsehen, habe ich auch gesehen. Und ich habe, ernsthaft, ich habe das irgendwo gelesen mit einem Foto und habe gedacht so, ich kotze gleich im Quadrat. Das war aber tatsächlich jetzt auch am Sonntag bei dem Spiel, ne, wo sie dann auch irgendwie Wirtz und so weiter und irgendwer auch nur sagt, so ja, der Leverkusener Jung und bla und keine Ahnung. Und ich denke mir so, Also ja, Florian ja. Wirtz, sage ich mal so, hat mich am meisten einfach, egal was mit dem ist, da sind ja zwei Fans, die beiden alten Leute, wer sind, kennen Sie die, wo er meint, das sind meine Eltern, das war das absolut Beste. Das Beste von Wirtz ist das, wo er die Kartoffeln rankt. Was? Kennt ihr das? Nee. Das ist irgend so ein TikTok-Trend, wo Leute, und die sagen so, ja, hier, weiß ich, kommt ein Foto von, weiß ich nicht, einer Folienkartoffel. Und dann sagt er, ja, Folienkartoffel setze ich auf die 1 oder 5. Und dann, ey, warte, kennt ihr das nicht? Nein. Warte, Florian Wirtz Kartoffel. Warte, oh, wo ist das? Wenn das einer aus dem Chat hat, das Video mit Florian Wirtz und der Kartoffel von TikTok oder so. Ich glaube, das ist von der Nationalmannschaft oder so irgendwie. Schickt uns das bitte hier in den Dingsbums, in die Nachrichten. Wer das hat, bitte, das ist ganz wichtig. Ich muss das den beiden zeigen. Hast du es gefunden? Nein. Oh, schade. Florian Wirtz, es ist wieder also, Florian Wirtz Abend. Also Florian Wirtz ist ja jetzt auch vielleicht einmal zu oft von der Schaukel gefallen, würde ich mal behaupten. Ja, aber weil wir gerade bei anderen Vereinen waren, also ich habe es ja vorhin hier reingeschickt und wir hatten es ja auch irgendwie kurz schon angeteasert, aber ich finde es ja tatsächlich schon fantastisch, dass Cater bei Bremen nicht in den Bus steigt, wieder umdreht, weil er eben nicht in der Startelf steht, sondern auf der Bank sitzen muss. Also, das ist Tipp mal bitte, wie viele Minuten Navigator gespielt hat. Ja, unter 90 auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, vor allem, das Geile war, ich weiß noch, wie wir ganz am Anfang, als dieser Transfer über die Bühne ging, auch im Podcast kurz darüber geredet haben und uns ja gewundert haben. Also es war ja wirklich so dieses, what the fuck, wie kann Bremen sich eben Cater kaufen? Danach war er ja verletzt und das war uns ja auch allen klar und das war ja auch mit der Vorgeschichte von ihm. Aber diese Story ist ja auch einfach so unfassbar fantastisch. Also als Bremen-Fan wird es mich komplett abfacken. Also muss ich ganz ehrlich, Bremen-Fan... Das wäre eigentlich ein typischer abfacken. FC-Move gewesen. Genau, ne? genau. Eigentlich, das ist so ein Maniche-Ding, weißt du, so ein bisschen. Ja, aber mit anders, Ferrari. So? Ja, mega geile Aktion, mit Ferrari schön aufs Geisbockheim fahren und dann schön den Mittelfinger zur Presse zeigen, fantastisch. Aber das ist halt auch schon eine Ansage, ne? Also ich kann mir, also der wird ja jetzt nicht mehr, du kannst mir doch nach der Geschichte nicht erzählen, dass der noch irgendwie in dem Kader eine Rolle spielt. Nee, vor allen Dingen, aber geil ist es, wie gesagt, ich habe heute Rasenfunk gehört, da meinten die auch so, ja, das ist so, wenn zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn geholt haben, das war ja super früh noch in der Transferphase, wenn du als Werder Bremen völlig problemlos so einen Spieler kriegst mit dem Namen, ne, da müssen alle Alarmglocken läuten, ne? Entweder ist der Typ komplett im Arsch körperlich oder er ist ein Megafreak oder beides. Aber niemals kriegst du ihn sonst. Ja, ja also, ja, wie gesagt, typischer FC-Move eigentlich. Ich finde es nicht. Scheiße, ey. Ist im Chat, schon im Chat, du musst schon im Chat gucken. Ja, Junge, dank RW 1948 habe ich euch natürlich schon versorgt. Ja, bei mir wird es im Chat nicht angezeigt. Bei mir wird er auch nicht angezeigt. Nein, im WhatsApp, ihr Trottel. Ach so, nein, ja. Nein. Ist sogar noch so ein Ding, da rankt der, aber sowas ähnliches, da rankt der so Kartoffeln. So Kartoffelsorten. Ja, ist tatsächlich gerade so, überhaupt dieses Ranken ist ja auf TikTok so ein Ding. Ja, aber ich weiß, dass du meinst, ich kenn das. Boah, das ist so gut. Und dann dieser minder bemittelte Gesicht auf dem ja, Kartoffelchips, nehme ich auf die 4. Boah, das ist so gut. Das ist so gut. Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ihr kennt das alle schon 100 Mal. Und ich habe es deshalb nicht weitergeleitet, weil ich gedacht habe, so
Warte, ist das das? Boah, bitte lass das das sein. Warte. Mann, ich hasse TikTok. Warum ist das so? Nee, ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Also, wie gesagt, wenn das einer im Chat drauf, ich habe das Video. Ja, also, Bronski, bitte einmal uns zur Verfügung stellen. Bitte gerne den Link hier reinposten. Ich möchte das den anderen zur Verfügung stellen. Die müssen sich genauso über Florian Wirtz lustig machen wie ich. Wirtz Kartoffeln auf die Eins. Warte, Wirtz Kartoffeln auf die Eins. Haha! Wirtz. Es handelt sich nur noch um Stunden. Alles gut, alles gut. Kartoffel-Rating. Solange du weiter suchst, würde ich eine Sache mit reinschmeißen, die wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Spaß bringt, tatsächlich. Dieser wundervolle Expressartikel heute. Im Hintergrund tobt ein heißer Machtkampf um den FC. Wird Podolski Präsident? Also, also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass da aktuell sehr viel Pfeffer drin ist. Mhm. Ich finde es nicht, Roski, ich finde es nicht. Auf TikTok. Ja, Mann, hab ich nicht. Saskia, du hast das doch. Ja, ich such das gleich. Ich such das gleich. Ist doch gut. Ich habe es. Sekunde. Sekunde. Der Daniel. Oh, ich freue mich schon so. So, das müsste es sein. Danke, RW. Warte. Ja. Pommes, 2. Alle Kartoffeln. Sogar sagen auf die 1. Ha, der ist so dumm, der Kerl. Der ist so dumm. Was ist das? Das ist so gut. Oh, wie krieg ich das hier rein? Warte. Ah, lieber Chat, ihr kriegt das gleich. Gib ein paar Minuten noch. Oh, das ist so gut. Ja. Aber ja, Florian wird's. Wer nichts wird, wird's. Ne? Ist klar. So sieht's aus. Hm. Frauen 1-1 gegen Hopp lese ich gerade im Chat. Scheiße, vorhin stand es nur 1-0. Naja. Auch das 1-0 reingegurt, ne? Ja, das war aber auch ein crazy Abspielspieler von Hoffenheim und dann ein schönes Solo. Den hätte Tigges nicht gemacht, sagen wir so. Das würde ich jetzt behaupten. Das würde ich auch behaupten, ja. Der wäre gar nicht bis zum Strafraum der Gegner gekommen. Der wäre da nicht hingekommen. Um nochmal auf den Expressartikel zurückzukommen. So, gibt ja wohl im Hintergrund tatsächlich einiges, was da gerade passiert. Ne? Also, wenn wir das Thema, dass das aktuelle Präsidium um Werner Wolf ja nicht mehr ganz so unumstritten ist. Also es gibt ja einige kritische Stimmen tatsächlich. Und jetzt ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Thema hochgekommen, dass ich wohl gegebenenfalls ein neues Präsidium aufstellen lassen möchte. Habt ihr das gelesen, oder? Ja, ich hab's gelesen. Ich glaube, auch, dass sich das aktuelle Präsidium, nee, anders.
Der Mitgliederrat hat ja beim 1. FC Köln eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Denn, also A steht jetzt dieses Kalenderjahr, in der nächsten Mitgliederversammlung steht hier die Wahl des Mitgliederrates an. Der Mitgliederrat schlägt ja dann den Mitgliedern in der darauf folgenden, also in der Mitgliederversammlung 2025 wird ja das Präsidium neu gewählt und da wird ja vom Mitgliederrat werden ja die Vorschläge unterbreitet. Man kann sich natürlich auch am Mitgliederrat vorbei zur Kandidatur aufstellen. Dafür braucht man, glaube ich, 5% der Stimmen. 5% aller Stimmen. Ich glaube, das sind irgendwie 3.000 oder so. 8.000? Nee, also ich habe vorhin, also stand auch mal Pressartikel, Mitgliederrat vorbeiwählen möchten, benötigt rund 5% der Unterschriften. Das wären aktuell ca. 6.500. Ja, okay. Ja, aber 6.500 und dann geht's natürlich los. Die mussten ja nicht auf den letzten Drücker, weil die müssen ja geprüft werden. Ja, wer schon mal so eine Wahl mitgemacht hat, da muss der Wahlausschuss prüfen, weil da muss ja Name, Adresse, wie bei einer Stützunterschriften sind das ja, wie bei einer Betriebsratswahl. Ja. Also. Und das muss alles geprüft werden mit Geburtsdatum und Adresse. Das dauert garantiert einen Monat. Also das kannst du nicht mal so machen. Und die dürfen auch nicht so alt sein. Ja, und 6,5 ist eine Ansage, ne? Muss man wirklich sagen. Ja. Man muss es schon im Mai früh aktivieren, sonst wird es nichts, ne? Ja, und das war ja im Endeffekt die Leute, die zuletzt auf der Mitgliederversammlung waren. Also das darfst du ja auch nicht vergessen, ne? Ja, und das war eine Mitgliederversammlung, wo wirklich viele gekommen sind. Also, weil normalerweise sind da anderthalb oder 2.000. Ja, richtig. Und da schreibt da auch nicht jeder für diesen Lulu, da weißt du, das kommt da noch hinzu. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, jeder, der sich mit der Wahl des Mitgliederrats beim FC auseinandersetzt, der weiß, dieses Jahr wird enorm spannend, wie sich der Mitgliederrat neu zusammensetzt. Da gibt's ja wohl, wie man so hört, auch durchaus einige, die nicht mehr gewählt werden möchten oder nicht mehr gewählt werden können, weil sie einfach aufhören. Und ja, wir werden das Ganze im Auge behalten. Ja, ich finde, das ist auch, ich meine, das ist ja ein Ehrenamt, ne? Und da sagt man immer, da bist du ja im Mitgliederrat. Ich glaube, das ist verdammt viel Arbeit, da geht viel Freizeit und Energie rein und ich finde das echt bemerkenswert. Und soll man ja auch mal einen Dank aussprechen, ne? Also, dass die Leute das machen in ihrer Freizeit, wie oft der Ho irgendwas schreibt, wie oft man den anschreibt, wie oft wir den schon gefragt haben oder ich den gefragt habe wegen der Karte für eine Mitgliederversammlung. Ich bin ja nicht der Einzige, der so das für eine super kluge Idee hätte, den Ho anzuschreiben oder einen WhatsApp zu schicken oder eine E-Mail, whatever. Und ich habe sowas Ähnliches mal gemacht, eine ganze Zeit lang im beruflichen Kontext. Und du wirst ja wahnsinnig, wenn du da 50, 60, 70 Mails pro Tag kriegst. Ne? Du wirst wahnsinnig. Und da muss ich sagen, also da stellen sich die Leute auch mal easy vor, da kriege ich ein paar Interner, da kann ich ein bisschen mitreden. Das ist einfach scheiße viel Arbeit, ne? Ja. Und mein Respekt dafür. Und wenn man irgendwann sagt, ey, ich kann das nicht mehr, die Zeit ist vorbei, dann muss man es auch akzeptieren, finde ich vollkommen okay. Ja. Ja. Was ich halt wieder sehr, sehr lustig finde an der ganzen Diskussion, dass man wieder irgendwelche Fußballprofis irgendwo hervorholt und mit denen jetzt irgendwie hausieren gehen möchte. Unter anderem, wie gesagt, ja auch Matthias Scherz, dessen Name ja fällt. Ich finde das irgendwie immer ganz spannend in dieser Diskussion um Präsidium, dass es eigentlich jedes Jahr so ist, wenn wir ein Präsidium haben, was sich aus ehemaligen Fußballprofis vom FC zusammensetzt, heißt es danach, nee, wir brauchen letztendlich mal ein Präsidium, was irgendwie wirtschaftlich gut ist. Und wenn wir dann wirtschaftlich Gutes haben, heißt es wieder, nee, wir brauchen jetzt wieder eins, was fußballerisch irgendwie mal groß war. Es ist halt irgendwie so ein Auf und Ab. Wobei wir ja auch eigentlich sich so richtig sagen müssen, dass es ja das Präsidium vom e.V. ist. Also das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr, wenn dann 25 die Präsidiumswahl ansteht. Also sagen wir es mal so, ich würde mir ja tatsächlich mal wünschen, dass es eine wirkliche Wahl zwischen zwei Gremien gibt, die sich aufstellen tatsächlich. Nicht Gremien, zwei Teams.
Ja, zwei Teams, aber bitte nicht Team Spinner oder sowas, ne? Nee, nein, aber ganz ehrlich, das war ja beim letzten Mal auch so, also die Menschen, die ja jetzt im Gespräch sind, die sich ja wieder aufstellen lassen wollen, waren ja auch die damals zurückgezogen haben, weil sie keine Kampfabstimmung haben wollen, wo ich mir denke, naja, aber so funktioniert eigentlich Demokratie nicht, weil ich finde es halt irgendwie schon schwierig, wenn sich nur ein Präsidiumsteam zur Wahl stellt und ich eigentlich nur die Entscheidung habe, wähle ich sie oder nicht, aber wenn ich sie nicht wähle, was ist denn dann? Also das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Also eigentlich kann ich sie nur wählen so richtig, weil sonst ist es auch, da gibt es interimsweise was, aber das ist ja auch alles nicht so richtig. Aber ja, das ist so, die nehmen das schon von vornherein, sie wollen, aber was heißt doch Kampfabstimmung? Also Kampfabstimmung, das ist doch keine, das ist halt eine Wahl, ne? Eine Wahl wäre dann ja immer eine Kampfabstimmung, also weiß ich auch nicht. Das sind eigentlich, für mich sind das eigene Befindlichkeiten. Die haben keinen Bock, sich da hinzustellen, weil gerade auch, und das ist ja das Spannende, also gerade wenn du ja zwei Teams da vorne hättest, die sich aufstellen, da musst du ja auch mit Argumenten überzeugen. Und ich glaube, das ist halt das, was die wenigsten können. Also das muss man ja ganz klar so sagen. Also ja, ich weiß auch nicht. Ne? Und eigentlich hätte ich das aber, also das würde ich deutlich spannender finden. Und wenn dann eben die Mehrheit sich fürs andere Präsidium entscheidet, was vielleicht nicht meine Wahl ist, dann kann ich sagen, ja, okay, aber die Mehrheit hat entschieden, wie auch immer. Aber so ist es halt aktuell nur eine Wahl zwischen, okay, wir haben ein Präsidium oder wir haben keins. Und das finde ich halt, also wie gesagt, das macht für mich irgendwie nicht den, das macht für mich keine Wahl aus für so einen Posten. Also, ja, aber seien wir ehrlich, solange die Leute nicht komplett jenseits von Gut und Böse sind, wird es auch nicht die Mehrheit dagegen stimmen, weil du brauchst dann ja mehr als 50%, die sich, also Enthaltung ist ja Gegenstimme, ne? Du brauchst ja Ja-Stimmen, genau, mehr als 50%. Genau. Das heißt, du müsstest dann ja, sag mal, 50,1% Ja-Stimmen und Enthaltung, Nein-Stimmen und Enthaltung haben. Und das wird auch nicht passieren von den ganzen Klausen und Bärbels da. Das heißt, wenn du als einziges Team da aufsteckst, dann wirst du gewählt. Ganz sicher wirst du in das Amt kommen. Und das finde ich eigentlich auch wenig verständlich. Ich sag mal, wenn man eine kleine Gruppe ist irgendwo und man sagt, okay, man hat das alles ausdiskutiert, es wird auch intern gewählt und dann sagt man, eigentlich will es eh nur einer machen, der ist auch gut und warum soll man dann irgendwen aufstellen, der dann nicht gewählt wird, das verstehe ich schon. Aber in so einem Kontext zu sagen, ja, da ist nur einer, das haben wir vorher, haben wir uns abgesprochen, dann haben die anderen zurückgezogen, das finde ich auch schwach, ne? Genau. Wie gesagt, da würde ich mir einfach mehr ein bisschen, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, tatsächlich eine offene Streitkultur auch wünschen. Also, weil was anderes ist es nicht. Also Diskussionskultur, Streitkultur, und im Endeffekt war es ja auch die letzten Jahre beim FC, auch in den Austauschrunden, auf den Versammlungen. Das war ja auch meistens, wenn es mal hitzig wurde, einfach nur persönliche Befindlichkeiten. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Wie gesagt, ich werde das nie vergessen, als das Mikrofon von Schumacher nicht aus war. Fantastisch. Was habe ich gelacht? Ernsthaft. So, aber ja, das war wirklich sehr gut, ja. Ja, aber da siehst du ja, was da hintenrum los ist. Und das ist halt etwas, was ich schade finde, weil man kann ja auch offen diskutieren. Und ich finde auch in so einer großen Mitgliedschaft, die wir nun mal haben, und auch in diesen unterschiedlichen Ansichten, die wir auch haben, in ob das Fans angeht, ob das Mitgliederwesen, und es ist ja völlig egal, in welche Richtung das geht. Aber ich finde es halt irgendwie immer schade, dass sobald irgendwie auf die Bühne ein Beitrag auch einfach nur sachlich, aber vielleicht auch kritisch vorgetragen wird, dass es halt gleich irgendwelche Spinner sind. Und das finde ich halt in so einer Diskussionskultur, die wir, wie gesagt, nicht haben, finde ich das halt sehr, sehr schade. Tatsächlich. Weil ich glaube, wir könnten noch wesentlich häufiger und gerade in dieser großen Runde auch diskutieren. Weil das gehört für mich halt zu einem Vereinsleben auch dazu. Gerade in diesen Mitgliedersphären, in denen wir auch schweben. Und ich meine, man muss ja auch, wie gesagt, ganz klar sagen, wir hatten es ja eben schon, also in den normalen Mitgliederversammlungen, wenn jetzt keine große Wahl ansteht, da sind ja auch, das ist ja lächerlich, was da an Leuten da ist, Entschuldigung. Aber dann lernst du halt auch... Ich sag mal so, das hast du ja letztes Jahr gesehen, als es, ich sag mal, machen wir uns nichts vor, letztes Jahr ging es bei der Mitgliederversammlung einzig und allein um... Die Notverkaufsklausel. Genau. Und da hast du klar gesehen, ganz, 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 ganz klar gesehen, wer da noch sitzt. Ja, natürlich, ja klar. Das ist auch immer, das ist in der Regel, ist das die aktive Fanszene. Punkt. Genau, das ist die aktive Fanszene, die Leute, denen das halt wichtig ist. Genau. Und deswegen ist es auch, und das darf man nicht vergessen. Deswegen ist das Ding ja auch so, ich sag mal, das merkst du ja. Deswegen wollten sie doch die Tagesordnung die ganze Zeit ändern. Die haben doch fünfmal versucht, die Tagesordnung zu ändern, das vorzuziehen, das hat nicht funktioniert. Das ist doch so oberoffensichtlich gewesen. Das fand ich eigentlich schon lustig, dass es, also eigentlich war es schon lustig, dass sie es beantragt haben, weil jeder wusste, es geht nicht durch, ne? Ja.
Aber meine Lieblings-MV war noch die bei Corona, diese digitale, wo die 800 Mal Danke, Alex, für alles, ohne dich wäre man nichts. Das war einfach so geil. Ja, aber man sieht halt trotzdem bei den Mitgliederversammlungen, also gerade wenn jetzt, ne, also wie gesagt, wenn nichts Gravierendes ist, also keine Präsidentschaftswahl, nehmen wir das Kind ja auch mal beim Namen, dass ja dann auch eigentlich in der Regel nicht viele Leute kommen. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass es einfach auch einfach ein Großteil ist. Also warum sind Leute beim FC Mitglied? Also 90% der Leute werden Mitglied sein, damit sie an Tickets kommen. Punkt. Das ist einfach so. Aber, fürs Gefühl, das ist ja auch okay. Ja, das ist, das absolut, hast du aber, absolut. Das hast du natürlich. Bei allen Vereinen, ja, bei allen Sachen in der Schule, bei der Arbeit. Die meisten Leute sind stille Teilhaber. Die sind dabei, die sagen, ja, okay, ich bin dabei, ich unterstütze das irgendwie finanziell durch meine Stimme, wie auch immer. Aber mehr, ehrlich gesagt, da habe ich viel zu tun, keinen Bock, wie auch immer. Und dann hast du einen Kern von Leuten, die, das sind nicht 4%, die halt engagiert sind und die machen das unter sich aus. Also ich finde es okay. Ja, ist auch für mich, ja, alles fein. Ich find's trotzdem nur schade. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? 135.000, 130.000? Ich habe den letzten Schritt. Ja, weltweit, ne? Da musst du schon mal die abziehen, die irgendwo nicht in Köln wohnen. Ja, aber dann finde ich trotzdem, wenn dann auf eine MV nur 2.500 Leute kommen. Ja, aber realistisch gesehen, finde ich, vielleicht ist es ja auch, wenn jetzt mal, du bist im Ausland oder, also in Bayern zum Beispiel, nein, aber du bist irgendwo außerhalb von Köln, bist weggezogen und du willst aber irgendwie so ein Stück Heimat erhalten, weil es dazu gehört, dann ist das so, ich werde Mitglied beim FC und drück dir in die Daumen und guck die Spiele. Das werden sehr viele sein und so, ne? Und dann, die in Köln und Umland wohnen, das sind dann vielleicht, da reden wir vielleicht über 20, naja, vielleicht 40.000. So, und davon, die bereit sind, davon zu kommen, das sind dann, ja, meistens sind das ja so 10% oder so. Und das passt dann schon. Und die auch dann die Zeit haben. Ich meine, es gibt ja auch einfach Leute, die dann auch vielleicht an dem Tag einfach beruflich keine Zeit haben. Also ich meine. Ja, und dann geht das von 19 Uhr bis 3 Uhr nachts oder so. Und wenn du kleine Kinder hast, dann sagt deine Frau oder der Mann, sagt auch, ey, weißt du was, ey, ganz ehrlich, da kannst du mal schön hier bleiben. So, die ziehst du auch schon mal ab. Da hast du die Schichtarbeiten, die ziehst du auch schon mal ab. Da hast du die Urlaubs, die ziehst du auch. Weil der FC es seit Jahren nicht mehr an einem Wochenende macht. Genau, unter der Woche. Da hast du Frühdienst um 3, kann ich auch nicht kommen. Geht ja nicht, kann ich direkt dahin fahren, kannst auch nicht machen. Also das ist ja, das muss man schon mal abziehen und dann ist es immer noch eine okay Zahl. Ey. Also ja, gut, ich glaube auch, weil bei anderen Vereinen wie Bayern oder so, ja, da mögen vielleicht mehr da sein, aber auch da wird es ja auch immer weniger. Wenn da die Würstchen nicht kommen, gab es doch auch diese Mitgliederversammlung, wo dann irgendwelche Würstchen nicht gab und dann sind die Leute alle abgehauen. Und also, vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ist, die Problematik ist halt, mehr Leute, das ist ja dann die Hoodie-Fraktion. Warum kommen die Leute dann? Wie kriegst du mehr Leute mit irgendeinem Goodie oder sowas, ja? So, und dann hast du nämlich diese völlig unreflektierten Leute, die keine Ahnung haben und die dann Toni Schumacher-Fanshirt anhaben und irgendeine Scheiße abstimmen. Deswegen sind mir lieber, es kommen nur 2.000, die wissen aber, wovon geredet wird, als es kommen 5.000 und 3.000 sind halt da, weil sie halt, cool, es gibt eine Bratwurst umsonst und einen Sticker vom FC. Und sagt mir, wo ich unterschreiben muss. Aber für Hoodies wäre ich wirklich wieder. Das hatte was. Ja. Ja, Rot-Weiß schreibt im Chat, der HSV hat es am Samstag gemacht in der Länderspielpause und das kam nicht mehr als bei FC in Köln. Aber auch da nochmal, der HSV ist kein e.V. mehr. Schon lange. Da hast du keine Mitsprache mehr. Das ist nochmal ein Unterschied wie bei uns, wo eben die KGAA zu 100% im AV gehört. Das ist tatsächlich beim HSV, die haben keine Möglichkeit mehr abzustimmen. Das Einzige, was sie jetzt abgestimmt haben, worüber es ging, war tatsächlich, ob sie, und das finde ich tatsächlich sehr lustig, und wenn ich mit meinem Mann darüber rede, dann würde ich erschlagen, weil das eine der Sachen war, warum er ja damals beim HSV weg ist, wegen dieser Ausgliederung, dass sie jetzt abgestimmt haben, dass sie nochmal darüber diskutieren, ob sie die AG wieder ändern in eine KGAA. Aber da ist gerade auch nochmal ganz andere Sachen im Hintergrund. Die wollen jetzt aber nochmal abstimmen lassen, weil eigentlich der HSV selber die AG behalten will. Es ist ganz großes Chaos wieder. Aber die haben sonst kein Mitspracherecht mehr. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das ist ja genau das, warum mein Mann vom HSV weg ist. Weil er gesagt hat, das ist nicht mehr mein Verein, wo ich irgendwas bewirken kann. Weil es eben Leute gibt, denen das sehr, sehr wichtig ist. Eben auch vereinspolitisch sich zu engagieren. Und wenn dir das halt genommen wird, dann ist es halt nicht mehr dein Verein. Aber jetzt auch mal ganz realistisch gesehen,
Wie viele Leute sind so? Wie viele Leute sind so engagiert? Das ist doch ein Promille. Natürlich, ja. So, ich finde das geil, dass es so Leute gibt, aber das sind wenige. Und ich glaube einfach, dass der gemeine Fußballfan, der so Stammtisch zu Hause guckt, Fan ist, und ich ab und an wirklich meinen Standard, wenn ich eine Karte kriege oder wenn mich der Hans-Jürgen in die VIP-Lounge einlädt, der dann sagt, geil, ich wohne jetzt in Köln, der FC, da wäre ich jetzt Mitglied. Aber dann endet das auch. Für die ist das im Prinzip wie ein Trikot kaufen oder so. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nö, also, überhaupt nicht. Aber die kommen ja auch gar nicht auf die Idee, da hinzukommen. Egal. Und als wenn die wüssten, frag mal hier einen random FC-Dude auf der Straße mit der KGAA und ob wir da matchen. Da guckt die sich mit drei großen Augen an, weiß nicht, worum es geht. Hundertprozentig. Und zwar 9 von 10. Da wette ich mit. Ja, also ich bin da voll bei dir. Also ich glaube auch, dass... Also ich glaube wirklich, die Mitgliedschaft beim FC, klar, Tickets und so, aber hat für viele Leute einfach so ein... Für das Gefühl. Für das Gefühl. Das ist so eine Folklore. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie das wahrnehmen als Verein, in dem sie sich engagieren können. Weil die nehmen das als Fußballmannschaft wahr, wo sie sich irgendwie zu bekennen, nicht das jetzt mal. Ja, und ich denke, vor dem Hintergrund muss man es sehen. Und sagt doch ja, der Rot-Weiß schrieb mir gerade, ja, was sind denn die hohen Zahlen wert? Ja, aus meiner Sicht ist das ein Marketing-Tool. Je mehr größere Zahlen du nennst, aber das hat ja nichts mit den wirklichen Leuten zu tun, die sich beim Verein engagieren. Ach, Quatsch, da geht es ja auch einfach um Knete, weil jedes Mitglied bringt ja erstmal Geld. Ja, absolut. Ja, vor allem, warum hat der FC denn damals, als es ihm so scheiße ging, diese Level-Lang-Mitgliedschaft gemacht? Level lang, ne, weil sie genau wussten, sie kriegen innerhalb von kürzester Zeit einiges an Geld. So, diese 1948 Euro. Und ich kenne ja auch Leute, die es abgeschlossen haben. Und wenn du halt mal im Stadion guckst, wenn du einmal ins Stadion gehst, siehst du auch wirklich relativ viele Menschen mit diesem Level lang Schal, den du halt dann bekommst, wenn du dieses Mitglied bist. Ich sag mal so, wenn ich mal eben 1948 Euro übrig gehabt hätte oder übrig hätte. Also, hatte ich bis letzten Samstag. Ich hatte es bis letztes Wochenende, da habe ich nämlich für 5.000 Euro Urlaub gebucht. So. Verdammt. Scheiße. Ja, wieder, weißt du, kinderlos, bestimmt wieder 100 Jahre Urlaub. Drei Wochen. Drei Wochen, ey. Fällt mir dein Handy aus der Hand. Aber wir sind aber nur 2 Wochen in den USA. Also, Ach so, ja. Und dann die andere Woche sind wir auf Hawaii. Nein, ich bin vorher auf dem... Hawaii ist auch USA, ich wollte es gerade sagen. Ich hab mich da korrigiert. Nein, wir sind 7 Tage in Chicago, 2 Tage in Pittsburgh und 5 Tage in New York. Ja, normal. Und dann gucke ich, dass ich in Chicago Thomas Zichon treffe. So. Jo. Wieso Thomas Zichon? Weil der bei Chicago Fire spielt. Welcher sag ich? Thomas Raphael Zichos meinst du? Meine ich doch. Oh Gott, wie komme ich denn auf Thomas Zichos? Fahr doch nach Hawaii, hier in Indien, wo das liegt. Da kannst du Thomas Zichos treffen. Nein, das war, was ist denn los? Entschuldigung, das war übrigens mein tatsächlich erster Flock auf meinem Trikot damals. Thomas Zichos. Palim, frag nochmal zum Spiel. Was ist das denn hier für eine übergriffige Art, hier auf einmal hier aufs Spiel zurückzukommen? Na gut. Nochmal zum Spiel, wie fandet ihr Christensen? Frage ich euch. Also nach 5 Minuten Geld zu bekommen, war halt geil. Da habe ich ja direkt gedacht, jetzt ist vorbei. Also ernsthaft. Auch so schöne Disrespect-Grätsche, ja. Es war eine Ansage. Das war halt wirklich so, ja, Diggi, nö. Ist mir jetzt weder groß positiv noch negativ. Also mir ist nichts groß hängen geblieben, außer nach 5 Minuten eben diese gelbe Karte. Muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt sagen würde, das hat mich stark überzeugt. Aber also ich fand es okay. Also wir hatten schon Spielerdebüts, die mir nachhaltig schlechter in Erinnerung geblieben sind. Aber auch, also ja, es war völlig okay. Also ne, ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich glaube, das wird ja auch noch ein Spieler, der eventuell nächstes Jahr für uns noch mal wichtiger werden wird. Also, ich glaube, das war aber jetzt kein schlechtes Spiel. Ja, ist doch schön, dass aber wir haben ja getippt haben, dass der FC in der Liga bleibt, ja, ist das ja, machen wir uns ja aber in der Liga gar keine Gedanken machen.
Da bleibt ja auch Davy Selke, aber. Ja. Ja, so ist das. Hier habt ihr es zuerst gehört. Der wir bleiben in der Liga. Ja. Nicht. Halt nicht. Ja, aber. Oh, das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Jetzt habe ich doch schon wieder Hoffnung, ey. Wenn ich jetzt sagen würde, die werden spätestens am nächsten Wochenende zerstört. Ja. Ja, sehr drastisch, aber es könnte passieren, ne? Ja. Boah, dann lass uns doch mal aufs letzte Spiel schauen. Aufs nächste Spiel, so rum. Darmstadt, Samstag, korrekt. 15:30. Ja. Daniel ist da, es kann also nur in die Hose gehen. Ja, nee. Das war Dennis, weißt du. Also, ja, ich habe schon viele nicht so gute Spiele dieses Jahr gesehen, das stimmt, aber was soll man machen, ne? Gab auch, und die guten Spiele war ich nie da. Gegen Bochum nicht, gegen Gladbach nicht. Oh Mann, ey. Deswegen ist der FC mir schuldig, Darmstadt richtig den Arsch zu versohlen. Ja, muss man ja auch eigentlich sagen. Also, und da bin ich dann wirklich an dem Punkt. Also, wenn wir es nicht schaffen, gegen Darmstadt zu gewinnen, dann lass uns bitte absteigen. Also, so radikal sage ich es dann auch. Weil dann ist auch, dann, ja, nee. Ja, dann haben wir es auch nicht anders verdient. Genau. Ja, und genau. Gegen wen willst du auch gewinnen dann noch, ne? Ja, eben, genau. Ja. Und ich meine, Darmstadt ist echt scheiße. Also, wenn man mal die letzten Ergebnisse anguckt, die sind wirklich, wirklich scheiße. Aber wir müssen ja auch sagen, wir haben uns im Hinspiel ja auch schon unfassbar schwer getan. Haben wir da auch wirklich nur mit dem 1-0. Und ich weiß, ich saß mit Raik und mit noch ein paar anderen Leuten. Wir saßen halt in der Colonia Bar. Und mein Mann war dabei. Und der hat gesagt, boah, ich habe noch nie so ein schlechtes Fußballspiel gesehen. Und dann ist halt dieser Torjubel, als das 1-0 gefallen ist für den FC. Und er hat gemeint, okay, das entschädigt aber gerade alles, weil das war auch wieder so ein unfassbar tiefer Torjubel, weil wir haben halt davor auch wieder lange nicht gewonnen und das war sehr wichtig. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Also, wenn du gegen Darmstadt nicht gewinnst, hast du es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Punkt. Ja. Das ist sicher auch so. Ja, absolut. Dann. Aber gut, jetzt kommen die Spiele, die man gewinnen muss, wie man so schön sagt. Aber, ne? Aber was tippt ihr denn für die Aufstellung? Selke auf dem Rolli, vorne rein in Strafraum und Tickets muss schieben. Aber ganz genau, weil wir kurz dabei waren, was habt ihr denn gehalten von meiner auf der 10? Also weil der war beziehungsweise war ja, nee, okay, danke, dann sind wir uns einer. Also wir haben keinen Zehner. Nein, aber er war ja auch kein klassischer Zehner. Er war ja eher so ein bisschen irgendwie zusammen mit dem Sturm, aber hat sich immer zurückfallen lassen. Aber da ist halt seine Schnelligkeit völlig verloren, fand ich. Ja, und vor allem, und auch, wenn du halt dann keins auf der Außen hast, der halt auch jetzt nicht der Tempospieler ist, dann denke ich mir, dann du tauschst gerade die Schnelligkeit, also die. Wenn ich jetzt sage, du tauschst die einzige Gefahr, die meine hat, die Schnelligkeit, gegen die Nichtgeschwindigkeit oder die mangelnde Geschwindigkeit von Kainz ein. Und Kainz hat einfach spielerisch ein bisschen mehr drauf als meine. Also für mich ist das eine Lose-Lose-Situation gewesen. Habe ich nicht verstanden. Weiß ich auch nicht, was das bringen sollte. Vielleicht einfach so dieses Wuselige drum um Adam. Ja, einfach mal verwirren. Aber, nö, meiner, um mal den Dennis zu zitieren, der meiner ist ein Schienenspieler. Kann der, was kann der, was hatten wir letztes noch für ein Wort, Daniel? Kann der auch invers spielen? Invers. Aber wenn wir schon auf Recht sind, also wir hatten ja damals gesagt, dass Thielmann ja auch in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger gespielt hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ihn komplett verloren. Also zumindest beim FC. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn tatsächlich lieber offensiv, hätte dann hinten wahrscheinlich Carstensen. Ist halt auch jetzt keine ideale Lösung, aber wie gesagt, ich hätte Thielmann einfach wieder gerne offensiv, weil der ist für mich da hinten einfach verschenkt. Punkt. Ja, und Adamien soll auch spielen, muss ich wirklich sagen. Ja, da hab ich ja immer geschimpft, aber wirklich, in den letzten Spielen hat er es echt gemacht und finde schon, der sollte spielen. Also, ich bin bei euch, ich würde auch gerne Carstensen hinten rechts sehen und Thielmann offensiv, weil ich finde, der Dennis hat das, glaube ich, geschrieben,
wenn man sich die Bank anguckt von dem Spiel, jetzt muss man aber auch dazu sagen, da sind natürlich, ist natürlich auch noch Hüseyin Basic kurzfristig ausgefallen. Mhm. Martel war mit fünfter gelber Karte gesperrt. Du hattest offensiv nur Waldschmidt, Tigges und Downs dabei. Mhm. Und ansonsten waren Köbbing und Pentke zwei Torhüter auf der Bank. Carstensen, Paccarada, Heinz und Schmitz. Also vier Defensive, zwei Torhüter und drei Offensive. Das, glaube ich, wird jetzt ein bisschen anders aussehen. Martel wird zurückkehren. Hüseyin Basic sollte wieder fit sein. Das sah ja so nach muskulären Problemen aus, aber nicht für unfassbar lang. Also ich könnte mir vorstellen, auch Thiemann wieder mehr offensiv zu sehen. Und ja, ansonsten ich verstehe immer noch nicht, wieso man nicht, auch wenn der jetzt keine unfassbar gute Saison spielt, warum man nicht Dejan Ljubicic auf die 10 setzt und hinten mit Martel, Hüseyin Basic oder Christensen die Doppel-6 bildet, also einer der drei, dann Ljubicic auf die 10 und dann Kainz mit unten im schnellen Außen und vorne Adamian rein. Also, ich verstehe es nicht. Okay, guter Punkt, habe ich noch nicht dran gedacht. Ich hatte aber gerade einen anderen Gedanken. Also wenn wir mit Ljubicic und Martel hinten spielen, was mich tatsächlich mal interessieren würde, wäre... Oder Hüseyin Basic auf die 10 geht auch. Nee, ich würde tatsächlich mal die Kombi Adamian und Waldschmidt sehen wollen. Ja, da weiß ich noch nicht, wie... Also Waldschmidt hat ja jetzt knapp 40 Minuten gespielt. Deswegen, ja, ist ja schon in der Lage, ja, ganz viel zu spielen, ne? Ja, aber muss er ja nicht. Also jetzt mal wird gesagt, er muss ja nicht komplett durchspielen. Es wird mich für mich ja schon reichen, wenn er die erste Halbzeit einmal spielt von Anfang an. Aber die Frage ist, finde ich, ob das nicht ein Spieler ist, der besser kommt, wenn der Gegner ein bisschen müde ist, ne? Also, dass er ihn so ein bisschen rumwuselt und so. Also. Aber das Problem ist, dann ist Adamian meistens auch schon müde. Und dann ich würde die beiden gerne mal zusammen frisch erleben, weil die Kombi hatten wir in der Form noch nicht. Ich weiß nicht, ob das Darmstadt-Spiel da eine Woche zu früh kommt. Ja, ganz ehrlich, dann sollen die Mainz abballern danach. Ist mir scheißegal. Aber ich würde trotzdem die Kombi gerne mal sehen, weil ich kann mir gut vorstellen, also so wie ich Adamian jetzt gesehen habe und wie gesagt auch gerade Waldschmidt, der also zum einen auch tatsächlich aus dem Halbfeld auch mit Flanken kommt, aber eben auch vorne mitspielen kann. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Zusammenspiel von Adamian und Waldschmidt sehr, sehr gut funktionieren könnte. Ja. Ja. Bin ich der Fall, also bin ich auch dabei, ja. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Also, ich meine, Timo Schulz schafft es tatsächlich immer mal wieder, so einen Move drin zu haben, den wir nicht auf dem Schirm haben. Also diese, jetzt könnte man Thiemann auf rechts defensiv, nur weil der das mal in der U3 oder in der U23 Nationalmannschaft gespielt oder U21 Nationalmannschaft spielt, ist das für mich jetzt auch kein, war das auch kein Safe Call. Deswegen, ja, ich. Es war doch, da hast du ja Not geboren, oder? Genau. Das war doch wie so ein Scheiß-Move. Also, ja, man muss doch nicht jeden Scheiß mitmachen, ne? Ja, ich finde es aber auch schon krass, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass Thiemann eher gesetzt ist als Benno Schmitz. Und das sagt für mich schon einiges, wo du halt siehst, dass Thiemann ja eigentlich kein Rechtsverteidiger ist. Also. Ja. Und wenn der eben vor Schmitz die Nase vorn hat, dann sagt das schon sehr viel aus. Ja, und da schreibt der Tittenkalli auch, ich zitiere, und Kainz gehört nächstes Jahr die Saison die Binde abgenommen. Also, das hatten wir ja schon öfters. Ja. Der Kainz ist einfach kein Führungsspieler. Nichts gegen Kainz, alles okay, netter Typ, sympathisch irgendwo, auch okay als Spieler, auch wenn der gerade nicht seinen absoluten Lauf hat. Allerdings fehlen auch die Spieler, die ihn dazu arbeiten, glaube ich. Aber er ist einfach keiner, der sagt, so, jetzt reicht's. Ich sag mal, nächstes Jahr aus meiner Sicht. Genau, Thiemann müsste Kapitän werden. Meine ich auch. Also ich glaube, wenn er bleibt und wenn er sich nicht verletzt, halte ich dreimal Holz, dann sehe ich auch ganz, ganz klar. Also er ist ja genau der Typ, ne, der halt vorangeht, der irgendwie rumpöbelt auf dem Platz, der irgendwie auch aggressiv mal gegen den Ball geht, den Leute auch mitnimmt. Also das ist wieder ein ganz, ganz anderer Typ tatsächlich. Aber jetzt mal davon ab, wer wäre denn für euch dann tatsächlich Stellvertreter, mal realistisch betrachtet?
Weil gehen wir mal davon aus, also wenn wir runter, also wenn wir runtergehen sollten, Schwebe wird weg sein. Chabot wird weg sein. Hübi hat gesagt, er muss mal gucken. Hübi würde ich sofort die Binde geben, also zumindest als Stellvertreter, weil Hübi liebe, ihr wisst es, es tut mir leid. Und weil es auch ein geiler Typ ist. Also wenn Hübi mit in die zweite Liga gehen würde, würde ich also ihn zumindest in die engere Auswahl nehmen. Boah, schwierig. Da wir also, ja nicht absteigen, müssen wir uns ja damit nicht ach beschäftigen. Ach so, ja, stimmt. Ach, blöd. Ja, dann Jeff Chabot. Also, ich, ja, oder, ja, aber wenn die weg sind, wenn man das mal weiterspielt, ja, genau. Ich würde mal sagen, jetzt mal Bold Prediction, ich fände einen jungen Spieler gut, um den ranzuführen, und da fände ich Hüseyin Basic gut. Oh, weiß ich nicht, ob der meine erste Wahl wäre. Dann würde ich eher Martel nehmen, tatsächlich. Ja, Martel habe ich vergessen, stimmt, ja, ja. Ja, aber ich finde, also, wisst ihr, was ich meine? Wenn du einen Teammann hast, der da vorwegläuft, dann, du musst ja einen haben, der da auch reinwächst, ne? Und wenn du einen hast, der, wo du das abgucken kannst, so ein bisschen, finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, aber Hüseyin Basic, dafür spielt er mir noch zu selten. Also zu, ja, noch nicht häufig genug. Ich weiß nicht, ob auch Hüseyin Basic, ob das zu seinem Naturell passt. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, er ist eher ein Typ wie Kainz. Also das meine ich überhaupt nicht böse, ja, aber der ist auch eher der ruhigere, also der kann auch schon zickig sein auf dem Rasen, ja. Aber er ist jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der dann irgendwie da zum Schiri geht und da diskutiert und so weiter. Das ist er nicht. Also deswegen sage ich ja, so wie gesagt, Jan Hofer auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann würde ich einen Hübi sehen. Ich würde Jeff Chabot, wenn wir drin bleiben würden. Wobei auch da die Frage ist, ob er bleibt oder nicht. Aber ich denke, wenn wir drinnen bleiben, wird Hübi auf jeden Fall bleiben. Und dann wäre es für mich so ein das Zwischenspiel Jan-Uwe und Hübi. Und vielleicht sogar ein Selke. Ja, Selke könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja. Ja, also vom Typ her, ne? Es ist genau dieses. Ja. Lautsprecher-Syndrom. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, ja, wie gesagt, Zittenkalle sagt auch Martel. Ja, wie gesagt, Martel könnte ich mir auch vorstellen, wobei ich bei Martel halt auch denke, also Martel wäre auch einer der Typen, wo ich denke, wenn wir runtergehen, wird der mit Sicherheit die Angebote bekommen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der mit runtergehen würde. Aber er soll mich von einem Besseren belehren. Um Gottes Willen. Ja, aber für einen Spieler seiner Qualität, da kann ich das ja sogar noch nachvollziehen. Also. Ja, eben. Genau. Also der hat sich ja nochmal unfassbar entwickelt jetzt in dem Jahr bei uns. Das muss man ja ganz klar also sagen. Also wenn der jetzt sagt, boah, ich muss jetzt hier den nächsten Karriereschritt gehen. Genau, alles gut. Genau. Kann ich das grundsätzlich jeden Spieler verstehen, der sagt, ich muss jetzt gehen. Genau, Zittenkalle schreibt gerade Selke, wenn er nicht dauernd verletzt wäre, ja. Ja, natürlich auch mit der Prämisse, ganz klar. Ich würde ihm aber auch nicht zum ersten Kapitän, sondern wie gesagt, wenn auch zum Stellvertreter machen. Also für mich, wirklich Kapitän ist für mich Jan-Uwe. Das ist ja gut. Aber also. Es gibt ja auch immer sowas wie den Mannschaftsrat, das hat ja auch immer... sind ja dann in der Regel 4 Personen. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht so ein Spieler wie Urbich da schon soweit ist. Aber ich bin mal gespannt. Also das wird ja auch eine interessante Sache. Was ist mit Jonas Urbich? Ja. Aber ja. Werden wir sehen, wenn der 34. Spieltag vorbei ist? Das ist richtig. Wenn wir wissen, dass der 1. FC Köln natürlich in der Liga bleibt, wie wir gerechnet haben. Und dann müssen wir gucken. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird immer gut. Ja. Übrigens, habt ihr gesehen, wer schon wieder zahlen darf? Welcher Spacko? 11 des Tages? Natürlich, Marvin Schwäbe, natürlich. Natürlich. Klar. Natürlich darf ich wieder zahlen. Vielen Dank. Vielen Dank da an die Gelbster, die sich mit mir diese Wette teilen wird am Ende der Saison. Ja, wie, allein schon dieses, du willst mich einfach nur bluten sehen, ne? Das ist richtig. Ich will gar nicht wissen, wie viel Euro das schon sind. Ja, die wirst du ja auch nehmen. 14 Mal. Ja, verdammt.
Ja. Marco, das wirst du im Oktober dann nicht mehr ausgeben können, ist dir klar, ne? Wieso? Im Urlaub, meine ich. Ach so, ja, das stimmt, genau. Wird dann ärgerlich werden. Wird dann ärgerlich. Du, willst du gar nichts mehr trinken, Marco? Ach ja, verdammt. Aber ich darf nichts trinken, tut mir leid. Nee, heute nicht, du. Das Geld spare ich mir lieber. Nee, ich muss doch die 132,72 Euro von der Saisonwette abstottern. Ja. So. Oh, ja. Mann. Gut. Schön, das war auch das. Ja. Frauen habt ihr mitbekommen, die haben 1:1 heute gegen Hoffenheim gespielt und haben jetzt, ich habe gerade geguckt, ich glaube 3 Punkte Vorsprung auf Nürnberg. Das heißt, da sieht es jetzt auch wieder ein bisschen besser aus, haben 1:0 geführt und dann am Ende 1:1 gegen Hoffenheim gespielt. Wobei man da auch sagen muss, Hoffenheim ist Dritter in der Liga, also das ist schon Ausrufezeichen. Ey, bei den Frauen auch, diese ganzen Schweineclubs in der Leipzig, Hoffenheim kommen da jetzt auch da ran. Ekelhaft, ehrlich. Ja. Das nervt mich schon wieder ohne Ende. Bleib doch, reicht doch, wenn ihr eine Liga kaputt macht, ganz ehrlich. Ja. Naja. Wie gesagt, jetzt bei den Frauen 3 Punkte Vorsprung und 24 Tore bessere Tordifferenz gegenüber dem ersten FC Nürnberg. Und Nürnberg muss, das wird tatsächlich noch spannend, die haben ja tatsächlich nur noch 4 Spiele. Die spielen jetzt gegen Frankfurt, dann in Leipzig, gegen die Bayern und das letzte Spiel gegen Duisburg. Also die Frauen sollten, da man das letzte Spiel da gegen Duisburg hat, die ja schon irgendwie abgeschlagen, letzte sind mit 4 Punkten, sollten die FC-Frauen wahrscheinlich noch mindestens irgendwo ein Pünktchen holen. Die spielen jetzt, das nächste Spiel ist gegen Freiburg zu Hause. Am Samstag, den 21., also nächste Woche, dann in Wolfsburg, in Essen und das letzte Spiel gegen Frankfurt. Also beste Grüße von hier an den hoffentlich Klassenerhalt. Genau. Zumindest sieht es da ein bisschen besser aus als bei den Herren. Noch, aber ja, wir haben ja getippt. Wir haben getippt, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Heute kann nichts schief gehen. Nee, gar nichts kann schief gehen. Und wenn nicht, ja, ist es die Saskia und der Daniel schuld. Nein. Ja, sicher. Immer. What? Ich bin Einzelkind, ich bin immer schuld. Das ist okay. Ich kann damit um. Genau. Gut. Also, wie gesagt, wir haben nichts mehr oder habt ihr beide noch was? Nö. Ich habe nichts mehr. Dann, lieber Chat. Mal, lieber Chat. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank für den Chat, für die Beteiligung. Und ja, wir sind nach 1:21 wieder raus. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao, ciao.